business to take care of. See you later. Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. No. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Wir haben Salazar, diesen kleinen Arschloch, jetzt endlich besiegt. Aber uns bleibt nur noch ein großer Arschloch. Und zwar, das ist der, natürlich, wie man es wahrscheinlich schon bemerken kann, the Chief himself, sozusagen. The Saddler. Saddler, der Anführer von diesen ganzen Los Illuminados. Wenn wir ihn erledigen, ist es vorbei. Aber wie ich davor schon gesehen habe, werden wir jetzt wahrscheinlich in irgendeine Militärbasis reingehen. Denn wie ich diesen Level kenne, werden die Gegner uns hier richtig an den Kragen kommen. Aber bevor ich jetzt in die Basis reingehe, muss ich hier jetzt mal jetzt hochklettern. Weil da gibt es in den Kisten einen Schatz zu holen. So. Messer raus. Smaragd. Den kann man für einen guten Preis verkaufen. Aber ich werde ihn noch nicht jetzt, also nicht jetzt noch verkaufen, sondern man muss die auch sammeln, ähnlich wie die Spindles. Okay, die wurde geknappt. Mal probieren. Okay. Das war richtig dumm von mir. Dann müssen wir es wohl auf die Artspur machen. Oh shit! Mann! Komm mal her! Ey Jungs, ne? Seid ihr Brüder oder was? Habt ihr euch diesen Parasiten geschnallt oder was? Meine Güte. Leon, stirb jetzt bloß nicht. So, auf mit diesem Scheinwerfer. Sofort schnell heilen. So. Ich hoffe, das hilft mir auch. Ich mache die Striker. Mal schauen, ob es mit ihr leichter sein wird, diese Bänder zu bekämpfen. Oh shit. Der hat gerade noch gefehlt. Dieser Minigun-Trottel. Genau dich habe ich noch vergessen. Ja, 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 ja. Verschwende ruhig deine Munition, du Trottel. Ich versuche ihn jetzt mal mit einer Sniper zu erlegen, auch wenn ich bezweifle, dass es so schnell sein wird. Boah, das war knapp. Nein, 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 nein. Verdammt, schieß ihn. Ja, ich kann ihn leider nicht kicken, weil er, ja, logisch, er ist zu schwer. So, der große fette Mistkerl ist tot. Jetzt können wir uns um die beiden Tudeltauben hier, oder besser gesagt drei Tudeltauben jetzt, vier Tudeltauben erledigen jetzt. Fünf? Ey Jungs, wie viele seid ihr da? Und dann
ich da eine ganze Armee von ihnen oder was? Das soll nicht wahr sein. Hey Mann! Okay, ihr wollt es auf die kurze Tour. Besser gesagt auf die kurze Nummer. Hier habt ihr es. Wenn ihr jetzt nicht anders versteht. Bleib am Boden, Mann. Na, tut das weh? Wart's ab, mein Freund. Vielleicht wird's noch schlimmer weh tun. Suplex! CD. So, dann wollen wir jetzt mal hier richtig Party auslassen. Wir haben schon genug gemessert. Ich weiß, das spart Munition, das braucht ihr mir nicht zu sagen. Oh Mann. Wer hat noch nicht genug? Okay, scheinbar habe ich alle erledigt. Ich muss jetzt nach oben. Wo ist dieser? Da ist der Schalter. So, jetzt muss ich diese Scheindinger da bewegen, damit ich die Linse da treffe. Das ist gar nicht so schwer, also das schafft man sofort. Komisch, ich sehe keine Feinde weit und breit, aber die Action-Musik spielt immer noch. So, hier. Zurück, so, perfekt. Hier ist, da haben wir. Jetzt kommen wir zur zweiten. Ding. Und wo ist dieses Ding? Wo ist diese Linse? Da ist sie. Perfekt. Tür auf und weiter geht's. Ah, jetzt hat die Musik aufgehört. Okay. Bum, 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 bum. Oh shit! Ihr verdammten Penner! Lol! Sind die einfach so verschwunden? Geister oder was? Och man! Ih, geh weg von mir! Die haben es wohl nicht ganz verstanden. Tja, die bekommen das, was die verdienen. Kann nichts dafür. Na egal. Verdammt, verdammt, verdammt! Mann! Stirb, du verdammte Scheiße. Ja, dann muss ich wohl wieder diesen Highspray da verwenden. Oh Mann, ich will nicht so viele Highsprays jetzt hier rausschmeißen. Wer weiß, welche Gefahren mich noch da erwarten. Ja.
Ja, ja, du, 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 oder wie auch immer, was er da sagt. Sind das Gasmasken, was die da auf ihren Köpfen haben, oder was? Also ich meine nicht die Grünäugen, sondern die Rotäugen. Schaut euch mal an. Der hat sogar mit einem Stacheldraht gemacht, Alter. Die spinnen einfach, die Soldaten. Du mit deinen Parasiten. Verdammt, nachladen, nachladen, komm. Die aushalten. Junge, Junge. So, oh, was ist das denn da? Ach ja, hier ist dieser Schatz. Genau. Diese goldene Katze. Oder Goldluchs. Und da ist ja das gekritzelt. Und so eine alte Maya-Skulptur oder Maya-Zeichnung. Sieht aus wie von Mayas. Ja. Wie dem auch sei, wir haben Hauptsache diesen Schatz erwischt, bevor die es getan haben. Ah, das sind noch mehr Arschlöcher. Oh shit, hat eine RPG. Was? Junge, ich stand doch hier nicht. Oh Mann, das ist richtig unfair. Tschüss. Boah, einer hat mir da fast einen Headshot gegeben in diesem Fall. Noch ein bisschen und dann wäre es richtig schlimm für mich. Na du? Okay, der hat mich getroffen. Aber jetzt habe ich ihn auch. Du mit deinem Scheinwerfer da oben. Oh shit, oh shit! Ich wollte die Highsprays nicht verwenden, verdammt. Mann, das ist richtig unfair. Zur Hölle. Komm schon, ich habe genug Muni für alle. Jawohl. Okay, doch nicht. Grüne Scout, immerhin. Nicht, dass ich jetzt hier ohne Heilung dann bleibe. Ich habe diesen... Ich habe die Kohle jetzt vermasselt. Aber egal. Ja, drücken. Kurz nachladen. Jawohl, Händler, was geht? Welcome. Got some rare things on. What are you buying? Was hast du da? Schatzkarte, Insel? Ah. Brauche ich hier nicht. Das Hilfespray, das brauche ich auf jeden Fall. Thank you. What are you buying? Boah, Mann, der will richtig eine Menge Kohle haben. Thank you. Der ist geldgeil, meine Fresse. Thank you. Und dabei lacht er auch noch. What are you selling? Ja, Spindel. Smaragd könnte ich machen. Thank you. Drei Löchern. Das bedeutet, ich muss drei Edelsteine oder sowas ähnliches dann finden. Killer 7. Not enough. Shit.
Egal. Come back anytime. Tja, ich muss wohl damit klarkommen, was ich jetzt habe. So, hier kann man die richtig gut wegsnipen. Das ist eine gute Gelegenheit jetzt für mich. Chosen. Und du auch. Und du auch. Und du auch. Ey. So, danke. Danke für die Kohle. Gehen wir da mal rein. Bestimmt haben wir jetzt fast die ganze Basis alarmiert und die Kerle werden jetzt kampfbereit sein. Untersuchen wir mal die Regale. 2000, ja, immerhin. Ist verdammt ruhig hier. Das Ding rührt sich nicht. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Zu ruhig. Na Junge, wie geht's? Verpiss dich mit deinem Parasit. Prüfen. Dosen, Gläser, alles haltbar. Erinnert mich an meine Militärszeit. Shotgun-Muni. Also wie es aussieht, sind wir jetzt in der Militärbasis. Quasi im Inneren. Alter! Wow! Verpiss dich, Mann! Verpiss dich! Das will ich auch fragen. Was zum Teufel hat er darin gemacht? Alter, schaut euch nur an, was die da fressen! Wie dreckig, ja. Meine Rede, Mann. Ich glaube, die Typen verstehen hier nichts von Raumordnung. Naja, das ist auch logisch, weil die von Parasiten befallen sind, also. Na Junge? Das ist ein richtig großer Riese, ey. Ja und ich... Ja, ja, Ashley, halt's Maul, ich höre dich eh. Oh! Junge! Wie schnell ist sie jetzt hier gerade zu mir gekommen? Fuck! Ja, toll. Oh Mann, na gut, da muss ich mal meine gute Granate stellen. Okay, der andere Brenner ist noch am Leben. Sehr verdammt. Perfekt. Nee, ich lasse das lieber, die Pfeile zu messern. Sonst verliere ich so viel Gesundheit und dann, ja. Junge! Bleib hier. Och nee, Mann, nicht das schon wieder, ne? Aber dieses Mal ist es ein anderer Parasit. Das ist diese Fledermaus. Ähnliches Ding. So, perfekt. Gibt's Kraut? Das ist perfekt das, was ich brauche. Damit sind wir ein kleines Stückchen sicher. Aber ich soll mich jetzt lieber nicht freuen, denn es kann noch schlimmer kommen. Meine Fresse, Saddler hat hier richtig viel unternommen. Oh, was haben wir da? Roter Stein des Glaubens. Hm, bestimmt ist er für diesen Goldlooks gedacht. So, wo ist diese Nervengüre Ashley? Leon!
Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Kurze Frage, woher haben die gewusst, dass er die hinter der Kamera anschaut? Könnt ihr jetzt auch in die Kameralupen sehen und... Ach, vergiss einfach. Das ist einfach komisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt sehr wenig Zeit, denn die Banner... Ja. Die haben Eier. Im wahrsten Sinne. Aber die vergessen wohl, dass ich hier mit voller Pumpe Waffen hier jetzt hier gerade unterwegs bin und ich kann jedem hier gleich richtig die Fresse polieren. Oh, Shotgun-Muni, mal her damit. Da ist Scharfschützen-Muni, genau das ich brauche. Hier ist nix. Hey, Händler! Boah, ihr hattet eine volle Ladung Munition jetzt hinterlassen. Ich mache jetzt kurz das mit dieser Schießübung. Welcome. Ja, ich nehme schnell Feuer. Danke. Und mal schauen, ob wir jetzt alle Trophäen erreichen können. So. Los geht's. Soweit so gut. Hab nichts gewonnen. Na gut, machen wir mal B. Es kann sein, dass wenn ihr zum Beispiel A schon gemeistert habt und wenn ihr es nochmal tut, dann bekommt ihr auch nichts. Das kann auch passieren. Also müsst ihr euch ab und zu mal merken, wo ihr das wirklich zu 100% gemacht habt. Die lachen von Salazar. Hm. Ich dachte, der Penner ist schon lange tot. Hm. Scheinbar verfolgt er uns immer noch. Yeah! Zwei Preise gewonnen. Das ist doch mal was. Jetzt machen wir C. Mal schauen, ob wir noch mehr gewinnen können. Wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, alle zu gewinnen. Ist zwar schwer, aber machbar. Oh shit. Fünf Preise! Jawohl, Mann! So, jetzt machen wir D und dann können wir mal schauen, wie viel wir da überhaupt gewonnen haben. Schwieriger und schwieriger, meine Fresse. Oh, oh, Dynamit!
Mann. 6 Preise gewonnen. Jawohl. So, dann schicken wir mal, wie viel da wir insgesamt jetzt gewonnen haben. 6 Kronkorken? What? So viel? Hm. Und ich dachte mehr. Hm. Na, was soll's. Das war ein Versuch wert. Widerspreche ich ihm nicht? Soll es mir recht sein. Ah, du hast was Neues? Kugelsichere Weste. Bombe. Das, genau das habe ich gesucht. Meine Fresse, endlich verkaufst du es. Mein Gott, ey. Warum hast du so lange... Warum hat es so lange gedauert, Mann? Aber ich kann es im Moment nicht kaufen, weil ich bin im Moment pleite, was Geld angeht. Tja, das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir mehr Geld bekommen. Das heißt, Leute, wir werden im nächsten Part sehen, wie es dann weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird noch spannender. An dieser Stelle, bis zum nächsten Mal.